Herr Präsident, meine Damen und Herren, lieber Herr Buchholz, ich finde es ja schön, dass Sie immer wieder Gesprächsangebote aussprechen. Es wäre nett, wenn der Gesetzentwurf, der ja offensichtlich der Presse bekannt ist, auch den Oppositionsfraktionen mal übermittelt würde. Das wäre als Gesprächsgrundlage gar nicht so schlecht. Aber natürlich haben auch wir uns gefragt, was eigentlich aktueller am Thema Tempelhof ist als am Thema Steuerhinterziehung. Schließlich war beides Thema Gegenstand der Senatssitzung in der vorigen Woche, letzteres sogar auch vor 2 Tagen. Allerdings haben wir uns gesagt, klar, die Koalition will nicht darüber reden, warum Steuerhinterziehung eines Staatssekretärs 1,5 Jahre unter der Decke gehalten wurde, nicht darüber, dass verschwiegene Steuerhinterziehung als vereinbar mit einem hohen politischen Amt in Berlin angesehen wurde, nicht darüber, dass die dienstrechtlichen Vorschriften vom regierenden Bürgermeister in diesem Fall sehr kreativ und nur nach Rücksprache mit sich selbst ausgelegt und, so sehen wir es, verletzt worden sind. Nicht darüber, dass der Senat seine Entscheidung zum Ausscheiden von Staatssekretär Schmitz vom letzten Dienstag vor 2 Tagen revidiert hat und damit erhebliche Mehrkosten für den Landeshaushalt verursacht hat. Was Senat und Koalition hier geboten haben, das ist nicht nur peinlich und rechtlich fragwürdig. Es fügt der Demokratie und dem Rechtsstaat schweren Schaden zu. Und das ist Ihre Verantwortung, der Sie sich stellen müssen. Einer Regierungserklärung hat sich der Senat genauso verweigert wie die Koalition der von uns beantragten Aktuellen Stunde. Aber der Debatte und den Konsequenzen werden Sie nicht ausweichen können. Stattdessen also Tempelhof. Was ist nun die aktuelle Botschaft von Koalition und Senat? Dass der Abstimmungstermin nicht vom Tag der Europawahl weggetrickst worden ist? Das ist zwar gut so, aber kein Grund für überschwängliches Lob, weil es selbstverständlich ist. Herr Buchholz hat heute Geburtstag, deshalb darf er sich feiern. Er wollte auch die SPD ein bisschen feiern. Seht her, wir haben einen Gesetzentwurf für den Erhalt und die Weiterentwicklung des Feldes. Und wir wollen das Gesetz auch nicht vorher beschließen und dem Volksentscheid so den Wind aus den Segeln nehmen, sondern wir wollen den Entwurf als Alternative zur Abstimmung stellen und breite Mehrheiten dafür gewinnen. Wir wollen, dass der Volksentscheid zu einer Abstimmung über Zukunft oder Stillstand wird oder so eben. In der Tat, es gibt seit dem Erfolg des Volksbegehrens einen noch größeren Bedarf, miteinander ins Gespräch zu kommen, hier im Parlament und draußen in der Öffentlichkeit. Es darf kein Abfanggesetz geben wie beim Energievolksentscheid. Wenn das Volk entscheidet, sollte das Parlament ihm nicht zuvorkommen. Aber sieht das auch die CDU so? Dazu war nichts zu vernehmen. Wenn am 25. Mai nicht nur mit Ja oder Nein, sondern entweder oder gestimmt werden kann, dann finden wir das gut. Die mögliche Alternative sollte dabei klug überlegt sein und Raum für Gespräche mit der Stadtöffentlichkeit lassen. Gestern erreichte uns alle zum Beispiel ein Schreiben der Initiative Tempelhof, das interessante inhaltliche Anregungen enthält, zum Beispiel den Masterplan zu hinterfragen, den Bibliotheksneubau zu hinterfragen, für die Partizipation ein verbindliches Gremium zu schaffen. Wir brauchen diese breite Beteiligung der Öffentlichkeit übrigens nicht nur für eine mögliche Gesetzesalternative, sondern vor allem für die Zeit danach und die künftige Entwicklung des Feldes und der Stadt. Und das gilt unabhängig vom Ergebnis des Volksentscheids. Und deshalb waren und sind wir für ein Planungsmoratorium. Wenn eine Alternative zur Abstimmung gestellt werden soll, dann müssen wir hier im Parlament schnell klären, ob und worauf wir uns einigen können. Wir haben nur noch 1 Monat Zeit. Und unsere Position, die haben wir auch schon mehrfach gesagt, und sie ist auch in sich konsistent, aber ich wiederhole sie gerne. Wir sind aufgeschlossen für eine echte soziale Wohnbebauung mit der dazugehörigen Infrastruktur entlang des Tempelhofer Damms. Wir unterstützen den Zentralstandort der Bibliothek, wenn auch nicht um jeden Preis. Die aktuellen Neuigkeiten zu Kosten weit jenseits von 300 Millionen Euro kommen für uns nicht überraschend. Wir wollen mehr Aufmerksamkeit und Raum für das Gedenken. Dazu haben Sie gar nichts gesagt. Wir wollen den Erhalt von Kleingartenanlagen. Und wir können uns die Anlage von Sportflächen vorstellen. Wir wollen keine Bebauung am Kolumbiadamm, am Südring und auf der Neuköllner Seite, weil wir Konflikte mit den Freiraumnutzungen, zu großen Erschließungsaufwand und weiteren Aufwertungsdruck für den Neuköllner Kiez befürchten. Und wir wollen keine Autobrücke über den Südring auf das Feld.
Auf dieser Grundlage stehen wir für Gespräche und Kompromisse bereit, und zwar nicht erst seit heute. Sollte allerdings die Koalition lediglich den Masterplan des Senats in einen Gesetzestext fassen wollen, dann wäre es tatsächlich vertane Zeit. Senat und Koalition rücken das Wohnungsargument ins Zentrum der Debatte, machen es zur Gretchenfrage. Wie hältst du es mit dem Wohnungsneubau angesichts der wachsenden Stadt? Dabei werden andere wichtige Aspekte zur Entwicklung des Feldes vernachlässigt. Brauchen wir ausgerechnet hier neue Gewerbeflächen? Wie schützen wir Natur und Klima? Brauchen wir für den Zentralstandort der Bibliothek tatsächlich den Neubau oder bringen wir sie besser im Flughafengebäude unter? Wie sanieren und nutzen wir das riesige Bestandsgebäude? Wie gehen wir angemessen mit der Geschichte des Ortes um? Und vor allem, wie beteiligen wir die Öffentlichkeit verbindlich an der Planung? Auch zu diesen Fragen brauchen wir den öffentlichen Diskurs und nicht nur über Wohnungsneubau. Und es sei noch einmal klar gesagt, dieser Diskurs ist vom Senat bisher behindert worden. Es war und ist ein Affront und das Gegenteil von Partizipation, trotz des laufenden Volksbegehrens die eigenen Planungen voranzutreiben und im Ergebnis einen Masterplan vorzulegen, der die zentralen Kritikpunkte ignoriert. Und bis heute, und wahrscheinlich wird es auch heute wiederholt werden, wird der Senator nicht müde, die sture Fortführung dieser Planung zu verteidigen. Aber zurück zur Frage des Wohnungsneubaus. Wir können uns entlang des Tempelhofer Damms Wohnungen vorstellen, und diese sollen für Menschen mit geringem und mittleren Einkommen dauerhaft bezahlbar sein. Denn rund um das Tempelhofer Feld und nicht nur hier ist die soziale Durchmischung der Stadt bedroht. Und deshalb müssen wir dem ein neues, bezahlbares Quartier entgegensetzen. Aber was ist bezahlbarer Wohnraum für Senat und Koalition? Die vorgesehenen 50% verbilligte Wohnung mit anfänglich 6 bis 8 Euro netto Kaltmiete pro Quadratmeter wären für Transferleistungsbeziehende unerreichbar, für WBS-Berechtigte schwer zu bezahlen. Die künftigen Förderbestimmungen für den Wohnungsbau sind noch nicht festgelegt. Die Rede ist von einer 17-jährigen Rückzahlungsfrist für Darlehen, von jährlichen Mietsteigerungen um 20% pro Quadratmeter. Die Bindung soll 20 Jahre betragen, eine Nachfrist von 10 Jahren. Also im Ergebnis keine dauerhaft bezahlbaren Wohnungen für die Mehrheit der Berlinerinnen und Berliner. Die übrigen Wohnungen mit Mieten und nicht unter 10 Euro netto kalt wären von Beginn an für 2/3 der Berlinerinnen und Berliner unbezahlbar. Sie würden den Aufwertungsdruck erhöhen, Steigerung im nächsten Mietspiegel, Veränderung der Wohnlage, das Nebeneinander von Luxuswohnungen und noch preiswertem Bestand. Das sind die konkreten und berechtigten Befürchtungen und Ängste. Deshalb fordern wir dauerhaft bezahlbare Wohnungen. Für alles andere ist das Tempelhofer Feld zu schade. Senat und Koalition müssen sich also bewegen, damit Bewegung in die Debatte um die Zukunft des Tempelhofer Feldes kommt. Wir würden es begrüßen, wenn der Senat als vertrauensbildende Maßnahme alle anderen Baufelder außer dem Quartier Tempelhofer Damm zunächst zurückstellen würde. Das Quartier Columbiadamm als sogenannte Potenzialfläche sollte gänzlich aus den Bauplanungen entfallen. Wir brauchen nicht nur den gesetzlichen Schutz der Freifläche, und zwar größer als bisher beabsichtigt. Wir brauchen verbindliche Zusagen und Regelungen für eine echte Bürgerbeteiligung. Und dann werden wir sehen, wie die Berlinerinnen und Berliner am 25. Mai entscheiden. Vielen Dank.